Mit einem torreichen Sieg hat sich die Spielvereinigung Unterhaching schon mal warm geschossen für das Treffen mit dem FC Bayern II. Unter der Woche gewannen die Hachinger das Nachholspiel gegen Eltersdorf mit 5:1. Es war der zweite Sieg hintereinander und er unterstreicht den Aufwärtstrend der Spielvereinigung Unterhaching. Der Weg fühlt sich gerade richtig gut an. Also die letzten zwei Spiele konnten wir auch die Ergebnisse mitnehmen, die wir uns vorgestellt haben. Jetzt mit Blick aufs Derby, natürlich ein ganz anderes Spiel, ganz anderer Gegner. Aber auch die Kulisse wird ganz spannend sein. Also endlich wieder Zuschauer im Stadion. Doch auch die Amateure des FC Bayern München sind vor dem Aufeinandertreffen mit den Vorstädtern siegreich gewesen. Und der Tabellenzweite zeigte beim Heimsieg gegen Schalding-Heining, dass er nicht nur spielerisch überzeugen, sondern wenn nötig auch einen knappen Sieg erkämpfen kann. Ich weiß schon, hier in der Region ist ein bisschen besonders, ein bisschen ein Derby kann man sagen. Aber für uns ist genau das Gleiche gegen Unterhaching als gegen Schalding. Es ist elementar wichtig, weil die nächste Spiel, dann können 3 Punkte bei uns bringen in unsere Klassifikation, in unsere Tabelle. Und ja, müssen wir einfach die ganze Fokus auf dieses Spiel zu haben. Wir werden uns auf alle Fälle treu bleiben und Bayern natürlich nicht unterschätzen. Die haben enorme spielerische Qualität. Der Rückstand zum Aufstiegsplatz ist sowohl für die FC Bayern Amateure als auch für die Spielvereinigung Unterhaching zu groß, um sich noch ernsthafte Hoffnungen machen zu können. Das schmälert die Brisanz für das kleine Stadtderby jedoch kein bisschen.